Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, heute mal nicht im Auto zum Mittwochsvideo, weil ich was Besonderes für euch habe. Ich sitze also hier auf meiner Terrasse und habe eine Lieferung bekommen. Ich bin sonst nicht der Freund der Auspackvideos. Ich werde es jetzt auch nicht auspacken, sie ist schon ausgepackt. Aber ich will euch das nicht vorenthalten, was ich heute hier in Empfang genommen habe. Es beginnt mit einer riesengroßen Kiste, wo ich erstmal gar nicht wusste, weil die Bestellung ja schon 4 Wochen her war. Also ich habe 4 Wochen gewartet. Ich habe es auch selber gekauft. Das ist also jetzt kein Video im Auftrag eines irgendeiner Firma, die ich jetzt hier bewerbe. Ich kriege also kein Geld dafür. Ich werde aber trotzdem jetzt mal oben hier dieses Werbesendung einblenden, weil ich das auch einblenden muss, wenn ich einfach nur Produkte vorstelle, auch dann, wenn ich sie gekauft habe. Zumindest gibt es da entsprechende Urteile. Allerdings bei YouTubern, die das 100- oder 1000-fache von meinen Abonnenten haben. Ja, es geht um Bäume. Und zwar diesmal, also Bäume aus Polen und nicht von MBR, sondern das ist eine andere Firma, die normalerweise Bäume produziert für Dioramenbauer, also so militärische Dioramen mit irgendwelchen Panzern und was auch alles. Die Bäume sind meist auch ein bisschen individueller, als das bei MBR der Fall ist. Also MBR ist dann wahrscheinlich eher der Hersteller, wo man dann den Wald füllt, während hier dann eben auch mal ein paar Büsche dabei sind oder Bäume, die also sehr individuell sind, wie das hier. Ne? Also das ist eigentlich ein Herbstbusch, aber der kann auch eingegangen sein. Das wären die kleineren Nadelbäume. Ja, hier weiß ich noch gar nicht so richtig, was ich da bestellt habe. Also die Kollegen meinten, ich habe eigentlich gedacht, das ist eine Lärche, aber die Kollegen meinten, das doch ist ein Laubbaum. Ja, da müssen wir nochmal in den Katalog gucken, was das darstellt. Das ist sehr schöne Kiefer, die auch so ein bisschen ein paar Besonderheiten hat, auch die ist individuell. Da ist nämlich, sehen wir sicher noch auf einer der folgenden Bilder, ein Laubbaum mit einem abgebrochenen und abgestorbenen Ast. Das ist, also da gibt es einige Sachen dort auf der Seite. Man muss da auch allerdings ein bisschen aufpassen bei dem, weil der in verschiedenen Größen baut und das eigentlich alles zu 1,72 ist oder größer. Aber meistens eben so ausfällt, dass man es für H0 noch verwenden kann. Also für N ist natürlich dann, oder TT, ist es dann wahrscheinlich nicht mehr so ideal. Ich habe das Ganze dann nochmal auf die Wiese gestellt, damit da hier nicht irgendwie mein Stuhl im Hintergrund steht. Dass es noch ein bisschen besser wirkt. Ist natürlich irgendwo in die Landschaft gegangen wäre, mit einem vernünftigen Hintergrund wäre es noch ein bisschen besser gewesen. Von der Pappe sind sie allerdings schwierig abzukriegen, weil da ist nicht ein Draht unten drunter, sondern 3. Also man kann die auch dann auf der Anlage nicht verdrehen. Man muss halt 3 Löcher bohren und die Drähte reinstecken und dann auf der anderen Seite umbiegen. An sich ist das keine schlechte Sache. Also man kriegt es bloß nicht so einfach hier von der Pappe ab. Also was ja, ist ja bloß die oberste Schicht Pappe. Darunter sind, ist also noch Styropor. Das ist auch gut für Ausstellungsanlagen mit den 3 Drähten, weil, also das kann dann auch keiner klauen. Ne? Also, ansonsten manche, die nur gesteckt sind, da guckt man mal nicht hin, dann zieht irgendwer einen Baum und hat ihn in der Hand. Das wäre natürlich nicht so toll, aber ich weiß von Fällen, wo das schon vorgekommen ist. Ja, hier sieht man die Kiefer nochmal, die hat also, da ist quasi der Hauptast irgendwann mal weggebrochen und die beiden Nebenäste sind dann weitergewachsen. Also auch die ist individuell. Na, also das ist, sind also wirklich alles Handarbeit. Für die Handarbeit relativ preiswert, allerdings natürlich nicht zu den Preisen irgendeines Fallerbaums. Ne? Aber eben in dem Preisbereich, wo man sich überlegt, na, baue ich es mir selber, komme ich selber auf diese Qualität und wie viel Zeit brauche ich dafür und kann ich in dieser Zeit nicht irgendwas anderes machen. Das ist dann immer die Abwägung. Ne? Wenn ich also für so eine kleine Fichte dort, ich glaube 8 Euro oder was, oder waren es 6 Euro, ich weiß nicht mehr so genau. Also wenn ich sie baue,
weiß ich nicht, mit einer Stunde bin ich bestimmt dabei. Stunde 6 Euro, das ist unter Mindestlohn. Ja, also das ist schon überlegenswert. Ja, und somit sind wir schon wieder am Ende des Videos. Den Hersteller, oder den Händler packe ich euch in die Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, hat euch was gebracht. Ist mal ein bisschen eine Alternative. Und da hat man auch ein bisschen Abwechslung auf der Anlage, wer also die MBR-Bäume schon hat. Ne? Einen schönen Abend und macht was draus.